Okay, jetzt da vorne ist noch ein. Du kannst entweder jetzt unten rumfahren, dann umgehst du diese Stelle. Warte, ich mache noch schnell. Ich aktiviere noch schnell die Nebenmission, die ist gerade nicht aktiviert. Okay. So, 2,5 Kilometer. Boah, das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen auf jeden Fall. Vor allem ist es eine Luftlinie, also von der Wegstrecke haben wir nochmal mehr. Da fährt ein Fahrzeug rum. Keine Ahnung. Ah. Ich habe noch nie einen Panzer gefahren oder so ein anderes. Manchmal Aua. Kriegt man ja auch Panzer. Oder so Panzerfahrzeuge, Radpanzer. Ja. Die kann man sich dann auch, wenn man sie mal mit dem Faltensystem da extrahiert hat, kann man die sich auch wieder anfordern lassen. Und aber ich habe das dann nie gemacht, das muss ich mal machen. Also Panzerfahren ist sicherlich ganz witzig. Halt nicht so stealth, logischerweise. Nee, nicht so ganz. Jetzt komme ich wieder an einen Posten durch, wo ich nicht vorbeikomme, also... Wenn du Glück hast, kommst du durch. Oh, Alter, Alter! What? Erstmal den Strom ausmachen. Erstmal den Strom ausmachen, sehr gut. Kein Licht. Ich glaube, die erkenne ich auch nicht gleich mit dem Truck, weißt du? Alter. Ja, ich glaube aber. Aber ja, so wie du... Fahr weiter. Ich würde weiterfahren. What? Wieder auf die Straße kriegen. Na egal, sollen sie schießen, ey. Das, ja, das ist... Das interessiert erstmal gar nicht, wenn man so auf dem Weg dorthin ist. Ja, ja, bla bla. Kampfstatus. Ich bin schon lange weg. Ja, ich guck da nur mal bei einer Hauptmission drauf, dass ich keinen Alarm auslöse, weil es gibt ja Abzug, ne? Ja. Wieder eine gute Note schaffen, das ist mir immer am wichtigsten irgendwie. Hallo. Alter. Schwere Ladung, würde ich mal sagen. Ja, ist aber gut gesichert. Na, hast du recht. So, da vorne haben wir, glaube ich, noch ein größeres Lager und dann kannst du entweder auch wieder außen rumfahren. Ja. Außenrum halt, ne? Nicht auffällig, gar nicht. Boah, hier fliegt Karre nicht um. Einfach nur im Weg entlang, gell? Das ist ja kein Problem. Wo sind wir? Ah, du kannst mal auf die Karte gucken kurz. Aufpassen, das Auto fährt immer noch geradeaus. Na, du musst noch einmal abbiegen auf jeden Fall. Wow. What, da ist ein Sniper? Legt ihr. So, was ist denn da passiert? What? Ich bin jetzt irgendwo reingefahren. Ja, in ein Gebiet. Episode 11. Verborgen in Stille. Hat sich jetzt geöffnet. Cloaked in Silence. Eine Hauptmission? Eine Hauptmission ist das, ja. Nice! Okay? Could it be that sniper? Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. Da hinten. You need to make contact with Emmerich. Deswegen habe ich gesagt, Sniper mit mir. Ah. Woran erkenne ich, ob sie schießt? Ob sie schießt, wenn du getroffen wirst, hat sie geschossen. Also du erkennst sie, genau, da hast du sie jetzt mal markiert. Wenn du sie mal nicht entdeckst, siehst du es am Blinken von der Linse. Und du musst sie jetzt bekämpfen. Okay. Das überlasse ich mal dir. Okay, das ist wahrscheinlich ein böses Zeichen. Ja, das ist nicht sehr gut. Okay, gut. Ich wollte nur noch mal gucken, wie ich mich hinhechte. Jetzt habe ich sie nicht mehr auf... Ah, doch. Ich kann sich ziemlich schnell bewegen, auf jeden Fall. Das habe ich schon in Videos gesehen, dass sie das machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Nachtsichtgerät hier was bringt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Kannst du es ja mal reinnehmen, spaßeshalber. Du bist ja dabei. So. Na, sie strahlt jetzt nicht so sehr was aus. Du kannst ja mal deinen Sniper reinnehmen. Also du musst sie bekämpfen. Muss ich sie töten? Also kann ich sie du, so... Es ist jetzt egal eigentlich, wie du es machst, glaube ich. Das Ergebnis ist das gleiche, sag ich mal. What? Du kannst sie auch betäuben, ja. Aber das Ergebnis ist trotzdem das gleiche. Also sie wird nicht sterben. Okay. Ja, klar, weil
Sie ist ja mehr oder weniger eine Hauptperson. Richtig, in dem Spiel. Gut, ich sehe einfach mal Shit. Okay, ich bin ein bisschen safe. Hauptperson, weiblich, nicht sehr viel an. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich, ja. So, jetzt würde ich mal einfach versuchen, sie zu treffen. Jetzt hat sie geschossen. Wie schnell kann sie schießen, bitte? Ja, also du hast schon Zeit, kurz zu zielen. Warte mal, bis sie geschossen hat, auf jeden Fall, und dann. Was soll ich mal? Jetzt hat sie. Ja, da war wieder. Oh, dein Kopf guckt raus. Einfach mal hinwerfen. Gar kein Problem. Was ist das, was da so glänzt? Was ich glaub, so das leuchtet? Sind Steine, die du wegschießen kannst, dann stürzt es ein. Ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ohne dass ich es weiß. Ach was. Versuch's mal. Weil sie. Nein! Bitte nicht, aber ich würde mal aufsparen. Ich glaube, da steht sie später noch irgendwo hin. What? Ja. Siehst du? Jetzt kannst du diesen Stein abschießen. Perfekt! Wow, wir haben sie erwischt. Sehr geil. Da hat ja ordentlich was gezogen. Ganz cool war das. Ja, ziemlich gut. Das habe ich damals, ist mir damals gar nicht aufgefallen. Da ist eine Pflanze. Die ist halt geil beim Nachtsichtgerät, dass der alles so. Ja, das stimmt. Angezeichnet, aber dein Akku ist gleich alle. Vom Nachtsicht? Ah, ja. Okay. Wenn du den weiter erforschst, kriegst du mehr Akku dazu. So, wir sind dumme Kuh jetzt. So, jetzt ist nämlich auch, wenn sie verschwunden ist, dann musst du sie, glaube ich, auch wieder neu aufdecken. Da oben hat's geblitzt. Da ist sie. Dich, aber der Hund deckt. Der Hund hat sie aufgedeckt, das ist super. So, und jetzt würde ich auch wieder. Nein! Ich hab's gerade gemerkt. Ist sie. Ah, ich wollte schon sagen, ist sie ausgewichen? Nein. Ja. Schöner Sprung. So viel zur Fortbewegung. Ein kurzer Sprung. Die Frau. Eine Frau, die weiß, wie man Sport macht. Sag mal. Sie muss ein gutes Beintraining haben. Boah, das ist scheiße. Warte mehr. Du siehst mich nicht. Du kannst auf den Turm da vorne zum Beispiel hochgehen. Du bist zwar auch ein Ziel, aber du hast einen schönen Rundumblick. Oder du machst dich. Genau. Ich wollte nur gerade gucken, aber das bringt ja absolut nichts. Geil! Ja, ich bin damals auch da reingestolpert und hab nichts ahnt, glaube ich, auch gar nichts dabei gehabt, großartig. Geh doch da hoch. Ist ein Storch, da ist ein Storch, guck mal. Hol den Storch, betäuben. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ein Storch betäuben? Ja, betäuben. Du kannst ihn mitnehmen. Komm, sack ihn ein. Sie bewegt sich. Oh. Du kannst mit CQC kannst du so normalerweise. Oh, nimm aber erst den Storch mit. Oh. Oh, leck. Nein! Oh Gott, geh hin, schnell, aufstehen. What? Ja, das war doof. Oh! Oh, das war's. Eine Granate in den Kopf. Oh nein! Das hat ja nicht so gut funktioniert. Egal. Ja. Also, auf jeden Fall diese Steine abschießen, das haben wir gemerkt, das bringt ziemlich viel Schaden. Was machen wir da hier? Ja. Ich will gleich dein Scharfschützengewehr rausholen. Jetzt. Focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac Power Plant. Wieso muss ich das verlassen? Ja, er will das. Du kannst es auch verlassen, du kannst es auch später machen. Es ist jetzt keine Pflicht, dass du sie hier bekämpfen musst. Ach so. Aber ich würde es trotzdem. Ne, das machen wir jetzt aber. Auf jeden Fall. Ich würde sie von dir bekämpfen, also ich hab's. Oh, das war nice, okay. Ich würde es einfach mit dem Sniper einmal versuchen, von der Distanz. Jetzt warten wir mal kurz ab. Du hast, glaube ich, noch kein so gutes Visier, aber das hast du halt. Noch nicht, jetzt kannst du es mal versuchen. Muss ein bisschen drüber schießen, weil durch die. Okay, sie bewegt sich wieder. So leicht an den Kopf zielen. Und weg ist sie. Stay sharp. So, jetzt will ich mal in die Mitte reinlaufen. Wenn sie wieder auf irgendeinen. Oh, da hinten. What? Da hinten, ich hab sie gesehen. Hast du sie gesehen? Ja, sie sollte da ungefähr. Dann zieh da mal hin. Da, siehst du es? Ja, ich sehe es.
Kannst du sie erstmal aufschalten, wenn du willst? Warte, sie ist ja. Sie müsste genau wieder dort sein. Jetzt. Ah, das ist mies, wenn sie dich blendet. So. Boah, du. Blöde Kuh! Verdammt schnell ist er auf jeden Fall. Okay, Didi. Los geht's. Wir schnappen sie. Quiet. Mhm. Komm, ein Storch. Lass den verdammten Storch, Mann. Didi, deck sie mal auf. Ich weiß nicht, wo sie ist, gell? Sie ist da hinten am Gebäude, da im Hinteren irgendwo gewesen. Ja, das sieht man blitzen, oder? Wenn du jetzt wieder dein Ding reinnimmst, dein Nachtsichtgerät, siehst du wieder die Schwachstelle. Da ist sie. Ja, da gibt's Schwachstellen. Schieß da einmal drauf. Dann mal auf das andere. Da ist sie gewesen. Oh ja, Alter. Oh, zweimal erwischt. Ich bin sehr gut. Da kannst du nicht. Sobald sie sich bewegt, kannst du sie nicht. Und die Säule kannst du auch zum Anstift bringen. Sehr schön. Aber dann ist sie hier leider nicht mehr. Ja, aber ich glaube, mit CQC hättest du sie vorhin auch platt machen können, wenn du richtig getroffen hättest. Ja, leider stand er genau oben drüber. Ja, das war. Und hat verfehlt wieder. Also richtig scheiße. Ja. Da hinten, ne? Da, ich hab sie gesehen. Ja, kannst du mal. Die müsste eigentlich. Ah, ja, genau, da vorne sein. Vielleicht war es auch ein Diamant, man weiß ja nicht, aber. Tommy. Brauch sie nicht. Jetzt hast du sie ja fast. Das sind noch zwei Schuss vielleicht. Sehr gut. So. Schön, jawohl. Sonne geht bald auf. Blöde macht sich wieder auf den Weg. Ich will dir auf jeden Fall nicht zu nahe kommen. Also sie ist im Nahkampf verdammt stark. Oh, schade, dass ich erwische es. Ich gehe jetzt auch nur mit, was? Mit schwereren Waffen, weißt du? Ja, das kann sein. Ja, das stimmt. Hast du die Musik? Ganz leise. Das ist ein bisschen. Das kannst du auch deinen M4 reinnehmen. Den Nahkampf. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott, da ist sie. So sieht's aus. Schieß. Okay, da hast du. What? Da ist sie. So, jetzt kannst du. Sie arbeitet für Cypher. Nein, ich mach das nicht. Sie kommt mir verflucht bekannt vor. What? Ja. Du kriegst jetzt hier auch eine neue Landezone in dem Gebiet, das heißt, du kannst jetzt erstmal zurückbringen. Wenn sie denn will. Ich glaube, sie hat keine Wahl. Sie hat keine andere Wahl, verdammt. Ja. Okay. Oh mein Gott. Okay. Also wie du schon mitbekommst, ist der Miller absolut dagegen, dass sie auf die Base kommt. Und der Ocelot will sie aber haben. Ja. Nein, ich... So sieht's aus. Ja, absolut. Was, er lässt sie umbringen, wenn ich sie herbringe? Miller, das hast du jetzt nicht zu entscheiden.
Verdammt nochmal. Verdammt, er hat seinen Arm und sein Bein verloren. Der arme Kerl. Ja, das stimmt. Pequod, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Pequod? Was heißt das? Pequod? Pequod. Keine Ahnung, ist der Name ist. Wahrscheinlich immer nur sein Name von Einheit. Von ihm halt, ja. Der ist wie Alpha Zero oder so. Sowas, ja. Das heißt, ich bring's jetzt erstmal zurück zur, zur Mother Base. Ja. Und dann kann ich wieder auch hierher kommen. Ja, das ist jetzt eine neue Landezone, die du da freigeschalten hast. Okay. Und dann kannst du auch von dort aus weitermachen. Deswegen verlierst du keinen Fortschritt. Auch noch ein Tipp von mir, wenn du diese Radarstation also in manchen Lagern siehst, das ist so eine große Schüssel, die sich dreht auf so einem grünen Wagen. Ja. Die musst du zerstören, dann kann der Heli direkt dort landen. Nein, echt? Ja. Ich bin ja auch vor kurzem aufgefallen, als ich per Zufall eins zerstört habe. Okay, wenn wir eins sehen, sag's mir Bescheid. Ja. So, Didi. Wir haben deine halbnackte Frau bei uns. What? Schönen Handschellen. Mhm. Die Gute kommt mir richtig bekannt vor. Sag mal, ist es nicht die vom Anfang vom Spiel? Vom Anfang? Das ist die Frau, die dich im Krankenhaus angegriffen hat. Ich glaube nicht, oder? Du bist jetzt nicht, das wäre komisch. Die ist ja aus dem Fenster gefallen. Gentlemen? Ja, man soll ja nicht so viel sehen, ihr Schweine. So, setzen wir uns wieder. Die wird absolut als Thumbnail genutzt für diese Folge. Oh Gott. Oh mein Gott. What? Ja. Nice. Weg ist sie. Slipped a line, huh? Shame. She's one of a kind. Fine by me. We don't need her type. Boss, we need to talk. Get back to base. Wir müssen reden. Wir müssen reden, sagt er. Ja. Miller will sich unterhalten. Okay, Lungenenzian, 10-mal. Hm? Estagon. Sehr schön. Es. Hä? Perfekt. Verdammt nochmal. Bisschen Kohle bekommen, jetzt hast du über 1 Million. War einmal gestorben. Staring. Interessiert mich nicht. Cool, neue Kassette, Sniper Quiet. Emblem. Ein Herz, ein Emblem. Wofür braucht man das genau? Um dein Logo zu machen. Ach so, das von der Mother Base. Ja, richtig. Unterstützungshubschrauber. Doch, einmal habe ich den jetzt mal gerufen. Ja. Ich habe ihn auch einmal gerufen, dann ist er gleich abgestürzt. War ziemlich teuer. Wieso wurde abgeschossen? Weil ich ihn noch nicht gut genug ausgerüstet okay. habe. Und dann haben sie ihn gleich runtergeholt. Arabisches Meer, 20. Breitengrad, 1900 Meilen vor der Mother Base. 1900 Meilen. Wie viele ungefähr Kilometer sind das? Mal 1,6. Mal 1,6? Ja, also knapp 3000 Kilometer. Okay. Ich weiß auch nicht, warum der Helikopter da die Strecke fliegen will. Das schafft er eigentlich gar nicht, vom Sprit her. Echt? 3000 Kilometer kann kein Heli schaffen. Aber egal. Big World, what the fuck? One bogey on our six, steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Oh yeah. Okay, wir werden verfolgt. Ja, der Pilot hat eine Knarre dabei. Ha. Das ist ein guter Pilot. Oh shit! War das gerade ein Kampfjet? Ja. Okay. Ich hole meine Betäubungspistole raus. Und schießt den Piloten einfach ab. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Abwehr. Wir bekommen mal Flares dabei. Alter. Ja, was macht man damit? Wir haben ja eine Gatling. Wir haben noch eine Gatling da hängen. Komm! Nutze sie! Ja, okay, so schaffen wir das natürlich nicht. Oh, Boss! Oh, shit! Da war jemand doch noch da. Tja, die ganze Zeit. Geh mal zur Seite, Frau.
Gott, das Gewehr ist einfach mal größer als Siegel. Ja. Boah, geil, Mann. Das übel. In einem bewegenden Helikopter, Mann. Ich musste gucken. Oh mein Gott! Scheiße! Jetzt überleg mal, der Helikopter ist ja vielleicht nicht gerade der ruhigste, denke ich mal. Nein, wo sie sich da drin der Helikopter bewegt sich, das Ziel bewegt sich. Das Ziel bewegt sich rasend schnell, ja. Sie hat keinen sicheren Stand, keinen sicheren Halt. Und drückt ab und holt den Kerl mit einem Schuss weg. Und Didi hockt am Beifahrer. This is B-Quad. Perfekt. Alter. Der Pilot ist zufrieden anscheinend. Hä? Wie macht ihr das bitte? Ja. Handschellen sind ja sehr nützlich. Anscheinend. Wie unnötig, dass sie sich wieder angelegt hat. Ja gut. Ein Zeichen der Sicherheit für uns. Mhm. Der Hund da vorne sitzen bei Pilot. Er nimmt auch halt die Funksprüche entgegen. Ja. Mhm. Okay, wir sind gleich da. Wuff. Wuff, wuff. Als man sie das erstmal gesehen hat, dass so eine mit im Spiel ist, hat man sich auch wieder gefragt, ja, was ist die Geschichte hinter wieder so einer? Wie hängt die mit dem restlichen Metal Gear Teil zusammen? Ja. Kennen die schon. Alter, hörst du auf? Ja, unsere eigenen Leute, ne? Bleib mal lieber hinten, Frau. Miller, dreh nicht ab, gell? Boah, ist das für eine Special-Einheit? Das ist unsere Kampfeinheit. No way she's setting foot on this base. Hey, jetzt hab ich zu entscheiden, okay? Boss, she's with Cypher. Aber wieso Big Boss sie jetzt mitnimmt? Wieso er... Ja, das weiß man nicht, ne? What? Und weg ist sie. Locker. Locker. Eine typische Metal Gear Cutscene. Absolut. Tja, es vertraut ihm anscheinend. Den Soldaten ist auch nicht so wohl. Oh. Boss, you are going to regret this. That woman. I know. She knows our location.
Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Tja, es war seit längerem mal wieder eine lange Cutscene. Ja, aber das ist das, was mir gefehlt hat. Das kommt auch ein bisschen zu kurz. Das war jetzt mal ein richtig geiles Metal Gear-Gefühl wieder. Also ein Charakter, eine Figur, die irgendwelche seltsame Kräfte hat, die du dir nicht erklären kannst, die völlig unnormal sind. Richtig. Und die schön in Szene gesetzt wird. Ja, also, die absolut zu Metal Gear passt halt einfach.